Hi, ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder dabei bist. Es ist so schön, auch zu sehen, wie jetzt immer mehr Leute dazukommen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann drück doch unten mal gerne auf den Abo-Knopf. Und wenn du magst, dann drück auch gerne auf die Glocke, dass du mitbekommst, wann neue Videos kommen. Heute kommt die versprochene Abendroutine. Die Morgenroutine vom letzten Mal, die verlinke ich oben in der Infokarte. Und heute geht es vor allen Dingen darum, dass du den Tag loslassen kannst, dass du gar nicht so viel reflektierst, dass du einfach die Dinge loslässt, die dich heute belastet haben, die dich vielleicht gestresst haben, die du nicht mit in die Nacht nehmen möchtest, und dass du positive Gefühle in dir gestaltest, mit denen du ruhig und sanft und in süße Träume hineinschlummern kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Übung. Als erstes richte dir deinen Platz ein. Mach's dir richtig gemütlich. Zünde dir eine Kerze an. Du kannst auch eine Duftlampe aufstellen, dir einen Tee kochen und leg dir dein Journal bereit, ein oder zwei Blätter, und du brauchst etwas zum Zeichnen, etwas zum Schreiben, und ich nutze hier für diese Übung Ölpastellkreiden und Buntstifte. Du kannst aber im Prinzip jedes Medium benutzen. Das Einzige, was du brauchst, ist wirklich vorher was zum Zeichnen und danach was zum Malen oder eben zum Kolorieren. Du kannst mit einem Bleistift zeichnen oder wie ich mit so einem Graphitkreide. Und als erstes schreibst du einfach mal auf, was dich heute den Tag über beschäftigt hat. Schreib die Dinge auf, die du gerne loslassen möchtest, die du nicht mit in die Nacht nehmen möchtest. Und schreib auch die Dinge auf, die schön gewesen sind heute. Und setze anschließend einen Fokus, mit welchem Gefühl du deinen Tag abschließen willst. Beginne nun zu zeichnen. Und bleib erstmal gerne bei den Dingen, die du loslassen möchtest. Stell dir vor, wie du all diese Dinge als Bewegungen, als Striche, als Linien auf dem Blatt lässt. Wie du alles rauslässt. Direkt aus deinem Körper auf das Papier. Schließ dabei gerne die Augen. Und spür mal in deinen Körper hinein, was das Zeichnen mit dir macht. Was diese Bewegung mit dir macht. Erleb sie mal innerlich nach. Wenn du soweit bist, dann geh noch mal in den Fokus, in deine Intention, in dein Gefühl, wie du diesen Tag gerne abschließen möchtest, wie du dich gerne fühlen würdest am Ende dieses Tages. Und wähl für alles, was du aufgeschrieben hast, eine Farbe. Schau, dass du nicht zu viele Farben am Ende hast, so 3 bis 4 Farben. Und beginn dann, deine Linien auszumalen. Du musst nicht in der Linie bleiben, aber such mal deine Formen. Ganz intuitiv, und gib diesen Formen die Farben, die du nun mit diesem positiven Gefühl assoziierst, mit den positiven Dingen, die du am Tag erlebt hast, und mit deiner positiven Intention, wie du den Tag gerne abschließen möchtest. Denk nicht drüber nach. Du kannst auch gerne innerhalb der Linien bleiben und einfach ganz entspannt ausmalen. Ohne Ziel, einfach loslassen. Genieße mal, dass die Linien dir auch so ein bisschen eine Vorgabe geben, und schau mal, wie durch die Farben wirklich Formen entstehen aus dem Chaos. Wie aus einer Kritzellinie nach und nach immer mehr Formen oder eine große Gesamtform entsteht. Entscheide ganz spontan, was du ausmalst, was du frei lässt.
wie du die Farben miteinander kombinierst. Und es ist wirklich wichtig, dass du dich nicht überforderst mit den Farben, dass du wirklich nur 3 bis 4 verschiedene Farben hast. Oder Farbnuancen. Hier hat sich bei mir so eine Form herauskristallisiert, die ich ganz spannend fand. Ich fand, es sieht ein bisschen aus wie ein Kaktus. Und bei dieser Form wollte ich es dann gerne belassen. Hier habe ich dann einen Umraum gegeben, sie eingerahmt, sie weiter rausgeholt, sie weiter abgegrenzt von dem Chaos drumherum, ihr einen Hintergrund gegeben. Und anschließend habe ich mich dazu entschieden, das Chaos drumherum sogar wegzuschneiden und etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Das kannst du genau so machen. Leg dir dafür vorher auch Schere und Kleber bereit. Und so kannst du in einen richtigen Verwandlungsprozess gehen. Durch die Farben verbindest du dich immer mehr mit diesem Gefühl, mit den positiven Dingen des Tages, in die du gerne nochmal reingehen möchtest, bevor du schlafen gehst, damit du mit diesem positiven Gefühl ins Bett gehen kannst und mit der Intention, die du dir gesetzt hast, auf welche Art und Weise du gerne deinen Tag gefühlsmäßig abschließen möchtest. All die Farben und die Art, wie du nun gestaltest, verbindet dich mehr damit. Und am Ende herrscht eine tiefe Dankbarkeit für den Tag, für dein Bild, für die Zeit, die du dir für dich genommen hast mit der Gestaltung. Und genau dieses Wort schreibe ich jetzt oben drüber. Danke. Du musst nichts auf dein Bild schreiben. Du kannst auch nochmal ein paar Sätze in dein Journal schreiben. Oder du lässt es einfach bei der Gestaltung. Ich ergänze das Ganze dann auch immer noch mit dem Datum von dem Tag. Du kannst auch das Bild einfach in dein Journal kleben und das Datum oben drüber schreiben. Oder hinten drauf. Und wie gefällt dir mein kleines Kärtchen, das entstanden ist? Du kannst diese Sachen, die entstehen in dieser Abendroutine, in dieser Übung für dich, immer auch in dein Journal einkleben. Du kannst ein kleines Art-Journal führen, ein intuitives Art-Journal. Nicht wie das, was du vielleicht von Instagram oder so öfter mal kennst, wo Leute sich ganz, ganz viel Mühe geben, ganz akkurat ihren Tag eigentlich als Comic zeichnen, was wunderschön ist. Aber hierbei geht es halt, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, um was ganz anderes, nämlich um eine Reflexion deiner selbst, an der du wirklich auch wachsen kannst. Genau, und in dieses Tagebuch kannst du es gerne einkleben. In dieses Tagebuch kannst du auch deine ganzen Reflexionen zu den Bildern schreiben. Und ja, ich hoffe, die Übung hat dir gut getan. Ich hoffe, du kannst jetzt gut schlafen. Und vielleicht integrierst du das ja in deinen Tag. Entweder die Übung am Morgen oder das hier jetzt am Abend. Oder vielleicht sogar beides, wenn du gar nicht genug kriegst. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal zu sehen. Mach's gut und bis bald. Ciao.